sagen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Spongebobbier auf Molly. Genau, euren Kanal für Kinder. Und ja, wir sind in der dritten Folge Spongebob jetzt inzwischen. Und in der letzten Folge haben wir Sandy den Sheriff entdeckt. Und wir sind noch auf der Suche nach Mr. Krabs, haben einen Reitführerschein gemacht sozusagen. Und jetzt geht's weiter. Wir waren zwar schon im Saloon drin gewesen, aber wir gehen nochmal rein, dass wir unser Spiel von dem Stand, wo wir beim letzten Video aufgehört haben, wieder anfangen können. So, wir haben hier wieder unsere... Papa, denkst du, was ich denke? Was denn? Dass Mr. Krabs der Sheriff ist von Sandy. Nee, ich glaube, der wird von Sandy gesucht. Ich glaube... Mr. Krabs ist ein Bösewicht geworden in der neuen Welt. Ich glaube eher, dass Sandy ein Bösewicht ist. Nein, Sandy ist doch der Sheriff. Aber Sheriffs sind Polizisten. Das heißt, Mr. Krabs wird aufgesucht von Sandy. Genau, aber du musst jetzt mal in den Saloon reingehen, sonst können wir nicht weiterspielen morgen. Wo war der Saloon? Na, da hast du gerade vorgestanden, genau. Da ist er. Zack. Einmal rein nur und wieder raus. Und dann sind wir wieder genau an dem Punkt, wo wir das letzte Video aufgehört haben. Guck da, Sandy. Hast du schon den Kaktussaft von den Kakteenhügeln beschafft? Nein, das machen wir jetzt. Damit wir ein Wetttrinken machen können. Wir haben schon ein Wetttrinken gemacht. Ja, aber irgendwie hat es nicht ausgereicht. Sie sind nicht mal hübsch. Sie sind nur grün, saftig und dornig. Keine Sorge, Patrick. Wir verschwinden von hier, sobald wir mehr Kaktus. Da musst du dich bei den Zuschauern entschuldigen, die das gerne sehen wollten. mach weiter. Hops. Oh oh, sieht aus, als wenn der muss jetzt keschern. Keschern, warum nicht erst einblasen? Erst einblasen, dann keschern. Okay. Lerne Blasenwurf. Drücke R. Okay. Vorsicht! Setze. Los, mach! Schnell! Super! Und Keschern! Blasenwurf! Boah, er hat mich erwischt! Warte, jetzt müssen wir warten, bis er rausspringt und verwirrt ist. Jetzt! Zack. Vielleicht super. Weist uns dieser vertraut aussehende Gentleman die richtige Richtung. Howdy, Sir. Ich bin SpongeBob Schwammkopf. Kennen wir uns? Hey, Cowboy. Tut mir leid. Du kommst mir nicht bekannt vor. Aber ich hörte zufällig, wie du davon gesprochen hast, ins Kaktusgetränkegeschäft einzusteigen. Das ist nichts für schwache Nerven. Ich empfehle, einen Berater einzustellen. Für einen kleinen Anteil von 70% sage ich dir, wo du die Kakteen mit dem erfrischendsten Saft findest. Die Leute zahlen unsägliche Summen für sie seit der Knappheit. 70%? Da ist doch was faul. Oh, tut mir leid. Sagte ich 70%? Ich meinte natürlich 80. Das klingt doch schon besser. Geh einfach weiter, bis du die Kakteenhügel erreichst. Und trickse deinen schwer schuftenden Berater ja nicht aus. Sonst komm, Patrick, finden wir diese dornigen Bocken. Entschuldigung, meine Freunde. Der will uns reinlegen, Mr. Krabs. Okay. Das ist nicht Mr. Krabs, das ist ein Sheriff von Sandy. Nein, das ist kein Sheriff, das ist ein Bösewicht. Hey, nochmal. Wow, vorsichtig. Zack. Und ein Sprung. Oh, guck mal, ein altes Warnschild. Da steht... Kakteenhügel. Dornen, tödliche Hitze, Banditen und Treibsand. Das klingt ganz schön gefährlich, SpongeBob.
Vielleicht gibt's hier ein Seepferdchen, das einen zugelassenen Reiter braucht. Natürlich. Oh Mann, dieser Kaktus ist echt ganz da oben. Ich finde, dass das eine lange Reitstunde ist, Papa. Ja? Und außerdem liebe ich diese Pferde. Mhm. Deswegen freut es mich immer wieder, diese auf deren Reiten zu dürfen. Ja, vielleicht, ich denke mal, man kann noch öfter in diesem Spiel damit reiten, oder? Ich glaube, der beobachtet uns. Ja, das ist Mr. Krabs. Der hat sich nur verkleidet. Ach so. SpongeBob hat es noch nicht rausgefunden. Ich meine, Kakteen. Und Sandy hat sich auch verkleidet, oder? Als Sheriff. Als Sheriff. So. Da sind 1, 2, 3. Drei. Vergesst die Geleeblasen nicht. Damit können wir uns später dann ein neues Kostüm kaufen. Ich hoffe, es ist eine Prinzessin. Guck mal, unter der Brücke. Kannst du dir SpongeBob als Prinzessin vorstellen? Boah, vorsichtig. Wir müssen da schnell hoch. Das ist die Brücke, wo... Den außer Gefecht setzen. Nochmal. Jawohl. Ich nehme immer den. Da sind diese gelben Knacker. Na los, dann mach die mal weg. Ich nenne das jetzt... Mach mal die gelben Knacker da unten weg. Ich nenne das Knusperbrot. Gelbes Knusperbrot nenne ich das. Gelbes Knusperbrot nenne ich. Okay, dann machen wir mal das gelbe Knusperbrot weg. Knusperbrot ist mein Lieblingsfrühstück. Ja, Felinchen, ne? Felinchen. Aber du hast... du brauchst Schlüpper. Deine Schlüpfer sind gleich alle. Aber da, Kaktus. Erst den Kaktus. Ich will erst die Schlüpper schnappen. Eigentlich. Jetzt haben wir schon ein bisschen Saft. Ja, ein bisschen Saft, jetzt brauchen wir noch eine ganze Menge mehr. Ich habe zum Glück drei gesehen. Na dann, hoch mit dir. Wupp. Ihr habt es gestern gesehen. Da ist noch ein Schlüpper. Hier hatte ich gestern meine Schwierigkeiten. Ja, gestern hatten wir nämlich ein Video aufgenommen und waren genau an dieser Stelle. Und dann hat Frieda ein bisschen Nasenbluten bekommen und dann mussten wir leider das Video abbrechen. Frieda ein bisschen verschnupft ist, ne? Hm. Aber jetzt ist alles wieder gut. Ja, ich hoffe, ich kriege in diesem Video noch kein Video. Ich meine, kein Nasenbluten mehr. Nein, sieht alles gut aus. Boah, jetzt müssen wir aber kämpfen. Mit unseren Kescher. Papa, ist meine Nase gut? Ja, alles gut. Du kannst dich aufs Spiel konzentrieren. Komm, wir müssen die gelben Knusperbrote wegmachen. Du meinst Knusperbrot. Oh, aber Knusperbrot, wenn es mehrere sind, sind es doch Brote, oder? Ja. Vorsichtig. Ich bleib an der Stelle genau, stehen. Genau, da bleibst du stehen. Dann musst du darüber springen. Der Trick ist der Doppelsprung. Genau. Und hopps. Ah, nicht schlecht. Aber dreh dich mal um. Da ist ja dieses Trampolin. Genau, dann kommen wir da wieder an die Stelle, wo wir gerade gescheitert sind. Hopp. Super. Da oben sind noch Knusperbrot. Was? Knusperbrote. Ein Knusperbrot und mehrere Knusperbrote. Knusperbrote. Du musst einen Doppelsprung machen. Weißt du, wie die als Nachname heißen? Du musst einen Doppelsprung machen, Mausi. Zack. Lieferung kommt. Wie heißen die denn als Nachname? Knackiger Ron? und gelber Schirm. Da kann sich keiner merken. Wir nennen sie einfach Knusperbrote jetzt. Ja. Nein! Konzentrier dich, Mausi. Los, hoch. Kannst du die Stelle machen? Soll ich machen? Na los. So. Schon wieder gescheitert. Ich übernehme mal kurz die Joy-Cons. Zack. Wupp.
Und wenn da was Rotes ist, lieber mal die Freunde, dann ist das nur Rest von gestern. Da ist eine Strohhütte. Du musst keine Angst haben, alles gut. Aber wenn, dann ist das dann nur Rest. Ja, wenn, dann ist es nur Rest. Ach, Papi. Jetzt habe ich es auch verfriemelt. Du meinst verknuspert Brot. Ich hab's verknuspert. Wir sagen einfach, wie sagt Katze? Wie sagt Katze mal? Verkekst, ne? Verkekst. Also, wer den Kanal nicht kennt von Katze, also. Von Molly? Also jeder. Das mache ich. Jeder, der hier im Molly-Kanal mit uns unsere Spiele guckt, der kennt definitiv Katze. Und den Kanal. Wenn ich morgen frage, ob er bei unserer Freunde mit ist. Wer denn? Im Kindergarten ist das aber jemand. Ach so? Ja, und das ist Marlene, ob er bei unserem Kanal das war. Ach so, ja, okay. Kannst du machen. Yes, ein Knusperbrot. Aber was ich sagen wollte, Katze ist der Kanal, an dem sich Frieda sozusagen für diesen Kanal hier inspiriert hat. Und wer irgendwann mal unser Video schauen sollte und den Katze-Kanal nicht kennt, der sollte da auf jeden Fall mal vorbeiklickern. Also, und wenn euch das Video gefällt, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch an. Cool, genau. Und abonniert unseren Kanal, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Ich würde mich mit Papa sehr gerne freuen, wenn ihr auch noch einen Finger in die Glocke werfen würdet, ne? Ja, cool. Genau. Die Glocke. Zack. Das hat Katze auch. Weißt du, warum ich drauf gekommen bin? Warum? Neben ihre Katze Kuscheltier so eine Glocke hat. Deswegen bin ich drauf gekommen. Ach so, hat er eine Glocke, ja? Ja, neben der Katze. Mhm. Die Katzenglocke. Aber, und liebe Molly, Freunde, ihr wundert euch nicht. Katze ist natürlich ein bisschen besser als wir. Ein bisschen? Katze ist ein Profi. Weil wir noch nicht so ein mit Katze... Wie heißt das nochmal? Was denn? Na, mit den Katzen drauf. Und das immer so coole Musik macht, bevor das Video startet. Ach so, ein Intro. Ja. Ah, ich war schon oben. Jetzt reicht's aber. So, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Sonst schaffe ich es, glaube ich, heute gar nicht mehr. So. So, liebe Molly-Freunde. Aber wir haben zumindest schon mal ein Logo. Ja. Und wenn euch das Video auf jeden Fall gefällt, dann tippt auf jeden Fall auf der Katze, die wir am Anfang hatten, am Video. Dann? Und da werden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr auch mehrere Freunde bekommt. Genau. So, jetzt konzentrieren wir uns aber aufs Spiel. Und Molly-Freunde, falls euch das Video, wie gesagt, nochmal gefällt, hey. Wir müssen es noch sagen, also nicht schlimm. Alles gut, Mäusi. So oft wie du willst. Jetzt bin ich ganz runtergefallen. Ob ihr ein paar Molly-Freunde noch holen könnt. Genau. Empfehlt unseren Kanal gern. Ne? Und holt auf jeden Fall noch mehr Molly-Freunde für uns. Genau. Darauf werden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr das wirklich tun würdet. Genau. Aber jetzt konzentrieren wir uns aufs Spiel. Wir müssen hier unbedingt weiterkommen. Ballonzieren? Gestern, als wir dann das kleine Malörchen hatten, sind wir hier tatsächlich genau an der Stelle hängen geblieben. Ja, weil ich an der Stelle Nasenbluten hatte. Ja, aber diesmal schaffen wir's. Und jetzt ist zum Glück alles wieder vorbei. Jetzt können wir unser Video ganz in Ruhe vorbei machen, wann wir wollen. Ja, Frieda war heute sogar wieder im... Frieda war heute sogar wieder im Kindergarten und da war auch alles in Ordnung, ne? Ja, bis auf eine Kleinigkeit. Ich habe vergessen, Marlene zu fragen, ob sie bei unserer Mutti mitguckt. Ob sie bei unserer Molly-Freunde mitgeguckt hat. Das habe ich eine Sache. Ich glaube, wir sind noch. Wir haben
Zwei Freunde. Zwei Freunde? Ja. Aber noch nicht so viele Videos, dass man... Und wir haben jetzt noch nicht so viele Freunde, um ein Live-Spiel zu machen. Man muss doch da irgendwie hochkommen jetzt. Papa, ich versuch mal. Gib her. Warte mal, einmal versuch ich's noch, ja? Okay. Darf ich's noch einmal? Eins. Ach, jetzt muss ich wieder ganz von vorne. Warte, ich geh schnell dahin, wo dass du anfangen kannst. Ich probier's mal nochmal. Schwarz, keine Zeit, um Pizza aufzuliefern! So, jetzt aber. Meine Navi, Entschuldigung, meine Freunde. Das sehen sie ja nicht, wir haben ja keine Kamera dran. Aber ist nicht schlimm. Kannst du ruhig. Zack. So. Jetzt drück die Daumen. Drück die Daumen, Freunde, dass es mit uns beiden jetzt gut geht. Sonst werden wir noch mal mit SpongeBob wechseln. Och, ey, ich krieg doch. Hier, versuch du. Setz dich mal hier richtig hin. Komm mal her. Zack. So. Ups, sitzt du gut? Und du musst das gerade sagen, weil er die Pizza denkt, okay? Sitzt du gut? Was soll ich sagen? Was ich gerade gesagt habe, wenn er an diese Pizza denkt. Okay? Was hast du denn gesagt? Ich wüsste gar nicht mehr. Keine Zeit für eine Pizza ausliefern, habe ich gesagt! Ja, toll. Juhu! Wuppala! Also, Freunde 1, können wir euch sagen, wir sind nicht so gut dabei. Wir sind nicht so gut dabei, aber wir sind hartnäckig. Wir geben nicht auf. Stimmt's? Ja. Und wenn es mal nicht so Mama, läuft... Unsere Mama, die würde sofort aufgeben, wenn sie das nicht schafft. Ja. Aber wir geben nicht auf. Das kann ich euch schon mal sagen. So, umdrehen. Eine andersrum. Brücke. Da sind doch Knusperbrote. Nee, aber da kommen wir jetzt nicht hin. Vielleicht kommen wir ja später noch vorbei. Wir müssen jetzt hier rüber, unbedingt. Ach, soll ich es nochmal? Komm, ich versuch's nochmal. Und liebe Molly-Freunde, wenn es nochmal zu einem knackigen Kampf werden wird, zum Beispiel wie jetzt hier bei den Propellern, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr SpongeBob habt und das genauso. Schwer war. Ja, das wäre wirklich interessant. Habt ihr hier auch eure Probleme gehabt? SpongeBob, keine Zeit von Pizza auslassen. Und das musst du sagen, wenn er das sagt, wenn ich dran bin, okay? Okay. Aber jetzt hier kommt jetzt die schwierigste Stelle. So, ich überlege schon, wie können wir das nur meistern? Und ich würde mich noch sehr interessieren, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, ob ihr diesen Propeller in 20 Minuten schafft. Ich meine in einer Minute. Ich guck mal, wie lange unser Video schon geht. Wir haben jetzt 18 Minuten oder so. Und unser Video bestimmt 20 Minuten dauern. Ja, ist jetzt fast 20 Minuten, aber ich glaube, wir haben mehr 5 Minuten gebraucht, um hierher zu kommen. Aber 10 Minuten sind wir schon hier, bestimmt. Nee, 20 Minuten sind wir hier. Wir sind 20 Minuten hier, liebe meine Freunde. Genau, 20 Minuten. Und ich würde mich sehr interessieren, wie lange ihr euer Video macht. Irgendwie 30 jetzt oder 14 Sekunden. Ja! Macht ihr 30 oder 14 Sekunden bei euer Video, okay? Schreibt doch mal gerne einen Kommentar. Da würde tatsächlich Papa und mich interessieren. Genau. Hast du es mitbekommen? Wir haben es geschafft. Ja, ich habe das mitbekommen. Ich habe doch zugesehen, als ich das gesagt habe. Oh, eine Schlepper. Eine Schlepper! Und für noch ein Leben. Kann man jetzt hier, wenn man jetzt hier so eine Stampfattacke macht? Nee. Warte, ich versuch mal. Gib mal her. Du kannst vielleicht die Palme hier ausschlecken. Ja. So. Pass auf, da ist wieder so ein Elektroschocker. So, und jetzt mach ich einen Cash an die. So. Ah, jetzt müssen wir da wieder rüberspringen. Doch nicht, gestern mussten wir... Darf ich das machen? Mausi? Nicht. Sonst beim gestern... Ich glaube, wir haben hier nur einen Versuch. Wir haben hier nur einen Versuch. Sonst müssen wir... wieder runter. Sonst müssen wir wieder runter. Und gestern hat es Frieda fast geschafft.
Und dann ist der Pizzaschirm zugegangen, ne? Ja. Weißt du noch? Ja. Oh, knapp. Darf ich die Pizzaverdecke machen? Ja. So, jetzt sind wir gut drauf. Ne? Kannst du ruhig hier. Jetzt lang. Wo müssen wir jetzt hin? Da oben sind da wieder rüber? Soll ich wieder rüberspringen? Aber viel zu schwierig. Ach, das ist nicht schwierig. Ja, ich meine mit den Rüberspringen, das ist zu schwierig für ein Kind. Nö, ist vielleicht auch. Und ich würde mich sehr, warte mal, sehr interessieren, wenn ich mal nur kann. Guck mal, da oben. So. Ob ihr diesen Bereich auch geschafft habt. Ob ihr das in 20 Minuten oder 30 Minuten geschafft habt. Ja. So, Mausi. Das würde Papa bestimmt sehr, sehr interessieren. Na, dich, oder? Ja, und dich. Ich meine mich. Und dich und mich. Ja. Oh. So. Oh. Ey, jetzt muss man hier so lang springen. Immer. Juhu! Okay, was ist das? Was ist das? In der Stadt lebt man nicht länger. Es kommt einem nur so vor. Was steht da? Hast du es nicht gehört? Nein. In der Stadt lebt man nicht länger. Siehst du? Es kommt einem nur so vor. Das versteht ja nicht. Verstehst du nichts? Nein, von denen sprechen höre ich gar nicht. Ist dein Kopfhörer aus? Zeig mal her. Ist der aus? Ohrringe drin. Oh, Papa. Der Ohrring hier, der ist locker. Naja, was soll's. Vielleicht, wenn auch. Gucken wir gleich. Gucken wir gleich. So. Liebe Mutti, falls ihr es gehört habt, dann schreibt mir gerne mal Kommentare. So. Knusperbrote. Bin entspannt. Ich würde mich sehr, sehr interessieren, ob ihr mal Kommentare schreibt, dass, wie ihr diese hier nennt, ob SpongeBob Knusperbrote nennt oder knackige Brote. Knusperbrote oder knackige Brote, Freunde? Ja. Schreibt's in den Kommentaren. So, Schlüpper. Genau richtig für meine Bettwäsche. Hier. Och, zack. Ach, schon wieder Sonne. Wie heißen die hier? Die Knochen. Nein. Und der heißt die Milchfrantase. Milch? Ich meine, der Milchjäger. Der Milchjäger. So. Ich weiß nicht, ob da drüben was ist. Ja, wir müssen jetzt hier rüber. Oh, bin immer so aufgeregt. Liebe Molly-Freunde, wie ich auf dieses Spiel gekommen bin. Nicht. Ich habe so auf SpongeBob Klangkopf gesehen, dass ich auf dieses Spiel gekommen bin. Oh. Willst du mal versuchen? Richtig schwer, oder? Probier mal. Wow! Super! So, der Pfeil zeigt zur anderen Richtung. Müssen wir mal gucken, wo es da lang geht. Dreh mal die Kamera um. Da lang geht's. Ist bloß nicht runterfallen. Ein Schlüpper. Aber egal, die brauchen. Ja, gut. Perfekt. Jetzt bloß nicht runtersehen. Bloß nicht runtersehen. Boah, gerade noch mal gut gegangen. Ah. Nützt.
Blase ihn. Mach ihn eine Blase. Oh, vorsichtig, Mausi. Mach Keschern. Jetzt in die Blase rein, den dicken. Boah. Noch einer. Und das, darf ich? Hä? Warte mal, geh mal ein Stück zurück. Ein Stück. Hier ein Stück zurück. Hä? Zeig mal. Wenn du das Problem gefunden hast, also dann liegt darin. Muss man den erst vielleicht hier noch? Ja, den Bösewicht mussten wir noch finden. Und dann darüber springen wieder. So, ein bisschen Anlauf und zack. Ein kleiner Klaps reicht schon. Okay. Und nun müssen wir jetzt hierher oder wie? Hier? Du hast echt ein Talent dafür, diese Kakteen zu erreichen. Gib den Saft einfach in dieses Fass hier. Da ist der... sicher. Was machst du denn, Papa? Ich verstehe ja nicht. Wenn ich meine Kopfhörer wieder habe. Jetzt geht's wieder. Zack. So. Kleiner Test. Jetzt aber die Treppe hoch. Oh. Ja, da musst du rein jetzt, oder? Jetzt halt gar nicht verstanden, was er gesagt hat. Was hat er nochmal gesagt? Dass ich ein Talent habe. Ach so. Fülle das Fass mit Saft. Wie machen wir das? Indem wir den ganzen Saft rausholen? Nee, wir müssen irgendwie nach... Kann man da nicht X drücken oder irgendwas? X kann man drücken, aber bringt nichts. Passiert nichts. Muss man jetzt hier aufspringen? Hä? Ah! Was steht da? Ein Fass ist voll! Folgt diesem Pfad, ihr Tröpfe! Okay. Der sieht aber ganz schön wackelig aus. Wo ist der denn jetzt so, der Pfad? Ah, mit Pferd. Ja! Viel Spaß. Ist jetzt weg. Wahrscheinlich nur für diese kleine Runde. Super. Ja, prima. Hast du gut gemacht. Die meisten Dinge sind besser als ein Stich ins Auge mit einem spitzen Stock. Okay. Und hoch. Ich bin schon viel besser. Da sind wir die Knusperbrote. Weißt du, wie die Oktopus heißen? Pinke Oktopus heißen die. Jetzt heißen die Knusperbrote. Ich meine die Quallen. Papa. Ach so. Pinke Oktopusse.
Boah, das ist wieder so ein... So ein Dreh. Nein, Frieda! Entschuldigung. Nee, brauchst du nicht entschuldigen. So, man muss mal ganz dicht ran. Ja, man muss immer ganz dicht ran am Rand. Dann springen. Und so weit man kann. Das war knapp. Und ab. Und ihr? Kuckuck. So. Darüber? Das haben wir auch schon, oder? Hä? Hier waren wir doch, oder? Oh oh. Entschuldigung. Warum musst du dich entschuldigen? Ich bin hier irgendwie runtergesprungen jetzt. Hab mich verirrt. So, ich muss doch jetzt hier rüber, oder? Ja. So. Ah, okay. Soll ich eine Blase gegenwerfen? Ah. Okay. Das hier, das ist eine Treppe. Wow, wir haben schon gesehen. Ich glaube, man kann auch mit die Drehdinger da fliegen. Hochgehen. Aber. Ach, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Mr. Crab wird von Sandy aufgerufen. So, wir müssen jetzt hier hoch. Sandy! Da ist er ja, da drüben. Boah, hier sind wieder die Glibber. Die Glibberkämpfer. Und da oben sind auch noch. Zack, du komm mal erstmal her hier. Und jetzt du. Da war der Milchjäger. Der Milchtrinker. Der Milchjäger. Der schießt alle mit Milch ab. Auch an. Floppy. Jetzt haben wir ihn besiegt. Weißt du, wie ich SpongeBob nenne? SpongeBob. Nein, SpongeBob Klong Klong. Die leckeren Kaktus. Die mögen wir nicht, ne? Die mögen wir nicht. Nee, nicht da lang, oder? Nee, da lang nicht. Oder da oben ist noch ein Dings, oder? Ah nee, wir müssen da jetzt rüber, oder? Ich versuche einfach. Ich fliege! Das Ganze, ne? Du musst, ich sag dir mal, du musst ganz am Rand ranrennen. Guck mal, du springst hier schon los, ne? Auf der Stelle springst du schon los. Du musst richtig bis nach vorne ran. So, und jetzt erst. Ab! Siehst du? Jetzt hier rüber. Ich kletter aber den ganzen Berg da hoch, okay? Okay. Ein kleiner Platz. Die sind echt. Die Sterne. Die haben es in sich. Boah, hier sind aber viele Bösewichte. Kannst hier. Du mal machen? Gleich. Wie halt, ob da ein Gelee geht. Autsch. Zack. Boah, noch welche. Oh oh. Haben wir noch einen Schlüpper? Wir haben nur noch eine. Boah, Glück gehabt. Boah, die schießen hier. Ist ja irre. Hoch hier. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Lass mal du eh noch mal her. Oh oh. Ich habe bloß noch eine. Da haben wir noch eine Schlüpper. Da haben wir noch eine Schlüpper. Dich hier besiegen.
Schlepper! So. Puh, da oben ist ein Kaktus. Und noch eine Schlepper. Die müssen wir uns holen. Puh. So. Sitzt alles wieder ein bisschen lockerer, ne? Haben wir jetzt genug erfahren? Sieht so aus. Jetzt müssen wir jetzt lang. Da rein. Da ist er wieder. Oh, ich werde viel mehr Saft brauchen, Minion. Ah. Noch mehr Saft. Ich würde sagen, den nächsten Saft, würde ich sagen, besorgen wir im nächsten Video, oder? Frieda? Besorgen wir im nächsten Video. Ja. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.